Hallo, heute dachte ich mir, weil ich so viele neue Abonnenten dazu bekommen habe, und vielleicht ist es ja auch für die alten Abonnenten total spannend, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache ausnahmsweise mal einen Tag, und zwar den 50 Facts About Me Tag, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr erfahrt, wer hier eigentlich vor der Kamera steht die ganze Zeit und so einen Murks macht. Und gleich nach dem Intro lege ich los. Mein zweiter Vorname ist Katharin. Mindestens einmal die Woche esse ich Diavolo-Pizza von Wagner. Ich bin da total süchtig nach. Ich behaupte immer, ich wäre total unsportlich. Dabei habe ich eigentlich schon ganz viel gemacht. Taibo, Reiten, Hip-Hop, Standardtanz, Zumba, Inline-Skaten, Eislaufen und nicht zu vergessen, Tennis. Ich leide unter ganz, ganz furchtbarem Fressneid. Hast du The Name of the Wind gelesen? Ist mein Magst du Bratwurst. Im Moment studiere ich noch Biologie. Im Oktober habe ich dann hoffentlich meinen Masterabschluss. Und danach möchte ich gerne promovieren, damit ihr mich Dr. Serpens nennen könnt. Yeah. Wenn ich allein bin, dann trage ich zu Hause eigentlich immer einen Morgenmantel, weil das so viel gemütlicher ist. Mit weniger als 9 Stunden Schlaf die Nacht bin ich am nächsten Tag nicht zu gebrauchen. Ich habe eine Telefonphobie. Als ich 3 Jahre alt war, war ich mal in der Fernsehsendung Dings da und habe im Vorfeld das Fernsehteam total in den Wahnsinn getrieben, weil ich erst gesagt habe, dass ich nicht drehen werde, bis die alle mit mir Fußball gespielt haben, und dann habe ich auch noch darauf bestanden, dass sie das gesamte Studio umbauen, damit ich mich selber während der Aufnahme sehen kann. Mir waren Dinos und Autos eigentlich schon immer lieber als Puppen und anderer Mädchenkram. Dank Studium weiß ich, wie man fachgerecht ein Hähnchen rupft, ausnimmt und filetiert. Wenn ich mich für etwas begeister, dann übertreibe ich immer total und bin für ein paar Wochen absolut besessen davon. Eigentlich bin ich unfassbar schüchtern und ganz viele fehlinterpretieren das als Arroganz. Dafür habe ich ganz, ganz häufig Kopfkino und lache irgendwie plötzlich laut los, ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gibt. In der Schule stand ich einmal in Mathe und Bio 5 und tja, das eine studiere ich jetzt und in dem anderen hatte ich zum Glück in der Uni-Klausur eine 1. Sowas wie Cola, Fanta, Sprite und sonstige Süßgetränke mag ich überhaupt nicht. Mein größter Traum, was Reiseziele betrifft, ist einmal nach Neuengland zu fahren zur Zeit des Indian Summer. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie irgendetwas verstaucht oder gebrochen. Meine Schuhgröße ist winzig, winzig. 35 bis 36. Ich kann Einrad fahren. Wenn ich shoppen gehe, dann greife ich mir grundsätzlich erstmal alles, was mir gefällt, bis ich dann so einen riesen Stapel zusammen habe. Damit mache ich mich auf den Weg zur Kasse und beschließe im letzten Moment, dass ich das doch nicht kaufen will, leg alles wieder irgendwo ab und gehe aus dem Laden. Verratet's nicht weiter, aber ab und zu spiele ich noch immer mit Begeisterung Pokémon. Meiner Meinung nach einfach eins der absolut coolsten Spiele aller Zeiten. Mit Haustieren kenne ich mich auch aus. Ich hatte schon Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Katzen, Fische und eine Stabheuschrecke. Früher fand ich Lesen total langweilig und habe nichts unlieber gemacht, als ein Buch anzufassen. Einen Tag ohne Süßigkeiten überlebe entweder ich nicht oder die Leute, die mich blöderweise an dem Tag treffen. Weil ich früher zu viele japanische Horrorfilme geguckt habe, habe ich jetzt eine Wahnsinnsangst vor Kindern. Ideen für neue Videos kommen mir immer in den allerblödesten Situationen, zum Beispiel wenn ich gerade ein wichtiges Gespräch mit dem Chef habe oder im Supermarkt bin oder unter der Dusche stehe. Ich besitze knapp 50 Disney-Filme und zwar alle auf Videokassette. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich einen Tierclub gegründet und mit 15 dann eine Gang. Mein Auto hatte ich, bevor ich meinen Führerschein hatte. Am allerliebsten lese ich Jugendbücher und Thriller, aber ich lese natürlich auch aus allen anderen Genres etwas. Ich kann Klavier spielen. Meine Lieblingsfarbe ist grün und ich habe eine DVD-Sammlung mit über 300 DVDs. Meine Kaninchen früher hatten die allerkreativsten Namen, die ihr euch vorstellen könnt. Mümmel, Schokoschnäuzchen, Princess, Füchsi und Rambo. Eigentlich bin ich der totale Nachtmensch, aber durch die Uni habe ich mir angewöhnt, jeden Tag vor 7 Uhr aufzustehen und deshalb wache ich mittlerweile sogar am Wochenende so früh auf. Zu meinen Lieblingsfilmen gehören Batman und Jurassic Park. In einem Jahr lese ich zwischen 60 und 120 verschiedene Bücher. Ich habe die schlechte Angewohnheit, auf Nachrichten grundsätzlich viel zu spät und manchmal sogar gar nicht zu antworten, weil ich es einfach vergesse.
Ich bin Single. Vor Spinnen, Mäusen oder Ratten habe ich überhaupt keine Angst. Aber Bienen, Wespen, Hummeln, Schnaken, alles was fliegt und... Nee. Ich habe einen Listenfetisch und stelle tatsächlich zu allem Listen aus. Einkaufslisten, To-Do-Listen, Listen zu allem. Mein Lieblingsladen zum Shoppen ist nicht etwa ein Klamottenladen, ein Schuhladen oder sonst irgendwas. Nicht mal ein Buchladen. Nein, am allerliebsten bin ich im Bürobedarf-Artikelladen. Obwohl ich mir fast nie die Nägel lackiere, weil ich da viel zu faul für bin, besitze ich aus irgendeinem Grunde über 50 Nagellacke. Irgendwann klone ich mir einen Velociraptor und halte den als Haustier. Ich werde regelmäßig 10 Jahre jünger geschätzt, als ich eigentlich bin und habe deswegen immer noch Probleme, Bier zu kaufen. Das letzte Mal war ich 2007 im Urlaub. Nach fast einem Jahr YouTube kann ich sagen, ich werde noch ganz, ganz lange weitermachen mit den Videos. Puh, 50 Fakten, das war jetzt viel komprimiert in möglichst kurzer Zeit. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ihr haltet mich jetzt nicht für den totalen Freak. Und falls doch, dann ist mir das egal. Hauptsache, ihr habt Spaß an den Videos. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zum neuen Serpensonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao!